Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls 3. Im letzten Part haben wir uns die Siedlung der Untoten ein bisschen angesehen. Und ich muss sagen, ich bin ein Fan von Dark Souls mittlerweile geworden. Ich mag das Spiel extrem sehr. Es ist hier und da herausfordernd und bis jetzt noch nicht allzu schwer. Insofern gefällt mir das ganz gut. Mittlerweile noch die ersten beiden Parts hochgeladen und der Sound scheint euch zu passen. Zumindest gab es da keinerlei Beschwerden. Insofern lasse ich ihn mal so, wie er ist. Und für eure Kommentare bin ich natürlich sehr dankbar, wie immer halt. Schreibt gerne weiter Kommentare, wenn ihr irgendwas einzuwenden habt und noch anzusagen habt dabei. Ich habe mir den letzten Part nebenbei auch mal angesehen. Und, die Ausrüstung. Mir ist aufgefallen, wir haben ein interessantes Item bekommen, nämlich die Knochen von Loretta. Und Loretta wäre diejenige, die wir den Ring geben sollten. Und naja, wir haben ihre Knochen gefunden. Also hat sie nicht überlebt. Also können wir zum guten Kollegen hier vorne gehen und ihnen die Knochen geben. Keine Ahnung, was mir das bringt. Dann haben wir noch den einen Pilger gefunden, mit dem wollen wir noch reden. Und, ja, ich habe kurz mit Markus ein bisschen unterhalten. Er hat Dark Souls 1 hergespielt und kennt deswegen so ein bisschen das Prozedere hier. Der nebenbei mit wahrscheinlich, na, wie sagt man, aufgeregenden Augen gucken wird. Ich weiß nicht. Er schaut auf jeden Fall mit zu, das gefällt mir. Und hat mir ein paar Tipps gegeben, unter anderem, wie ich es genau mich leveln soll. Und zwar hat er quasi gesagt, es ist wichtig, oder es ist richtig, sich darauf zu leveln, worauf die Waffe, die man benutzt, skaliert. Das heißt bei uns, wir müssen auf Geschicklichkeit leveln. Aber er sagte mir auch, ich sollte auf Belastbarkeit ein bisschen skillen. Denn auch wenn meine Maximalbelastung, ja, also auch wenn meine Belastung momentan ausreicht, ich mache keine Fatwall und so, ist es wichtig, nach oben zu gehen, denn wir finden demnächst auch ein paar andere Items oder bessere Rüstungen, die einfach schwerer sind. Und dann reicht die Belastbarkeit nicht mehr aus, deswegen sollte ich da auch ein bisschen reingehen. Aber ich denke, ich gehe erstmal 2 auf Geschicklichkeit, um ein bisschen mehr Schaden zu machen, meine Stats allgemein zu erhöhen. Und dann können wir demnächst mal ein bisschen auf Belastung gehen und sowas. Okay. Ich würde mal sagen, wir gucken mal, weil Markus hat mir auch gesagt, die Boss-Seelen brauchen wir auch, um legendäre Items sowas zu machen. Ich muss mal gucken, wie das alles ging. Erstmal suche ich unsere Boys, die hier irgendwo rumeiern. Wo genau, weiß niemand. Und vor allem bin ich gespannt, was der Typ mir jetzt sagt, wenn ich ihm die Knochen seiner Geliebten gebe. Na gut, eigentlich könnte ich ihn anlügen und sagen, das ist Knochen von irgendjemandem gewesen. Und ich habe Loretta den Ring gegeben. Den Ring, den ich gerade in der Hand habe, ist übrigens nicht von ihr. Den schmeiße ich jetzt mal ganz kurz an die Ecke weg. So. Ist das ein geheimer Durchgang? Es sieht ein bisschen danach aus. Nein. Okay. Ah, hier ist er ja. Oh, hallo. You're back. And in one piece. Well, now it's time I do my part. Whatever trinket you need, speak up. Just don't ask me where I got them. Da bist ein Dieb. Bei ihm kann ich das ja kaufen. Was haben wir denn? Wie können wir ihn Glut holen? Okay. Blutroter Moosklumpen. Mhm. Und ein paar Waffen können wir ihm auch einkassieren. Ein Speer. Streitkolben. Hm. Ein Langschwert. Aber ich glaube, wir haben schon ein Langschwert gefunden. Ein Bastardschwert. Ah. Auch an sich ganz cooles Ding. Aber wir haben ja schon unsere Waffe erstmal gefunden. Und eine Lederrüstung-Set können wir bei ihm kaufen. Und seine Maske natürlich. Okay, aber geben wir mal die Knochen. Ja. Heavens. She was already dead. Thank you. I'm not surprised though. Almost a relief, really. You can keep the ring. As, well, a little trinket of thanks, I suppose. Okay. Goodbye. And stay safe. Oh, this place is a bore. What good is thievery if you've nowhere to go? Für eine Sekunde dachte ich, es war kein Fehler gewesen, ihn mitzunehmen, aber jetzt macht er gerade irgendwie diese komische Ansage, dass er wahrscheinlich auf Wyatt gehen wird. Wir haben schon wieder den Hund da draußen. Hier ist der Pilger, sieh mal an. Hallo. Ist hier ein bisschen zu feucht? Oh, our champion of Ash. Welcome home.
this pilgrim, with a debt in death, hardly deserves to behold this divine flame. And I never would have, had you not taken me into your service. I thank you dearly for this, and assure you of my leal service. Wahre Stärke entfalten? What's this? Then shall we begin? Bearer of the dark sign, let your true strength shine. Ich kann bei den Level-Ups mir holen. Ist das okay? Zumindest kann ich beim Handel ein paar Zaubersprüche holen. Oh, das will ich nicht machen. Be safe, Champion of Ash. Ich weiß, es gibt verschiedene Enden im Spiel. Und auch wenn ich nicht so genau weiß, welches Ende ich mir eigentlich holen will. Ich möchte eigentlich versuchen, halbwegs ein gutes Ende zu holen. Und ich bin mir relativ unsicher, ob ich es einfach so machen soll, weil einfach so Level geschenkt bekommen klingt jetzt nicht gerade nach etwas, was okay ist. Aber naja, gucken wir mal ganz kurz unser Inventar durch, was wir alles so haben. Genau, ein Langschwert haben wir ja schon. Ein Bastardschwert haben wir so. Ne, ein Breitschwert ist das, sorry. Ein Rapier, ein Lucerne. Braucht noch mehr Stärke. Ja, das Schild ist aber nicht so robust. Ist auch allgemein nicht, ist auch allgemein nicht schlechter als der hier, ne? Ja. Ist trotzdem schlechter, das Schild. Ah, da steht das Gewicht, okay. Der Soldatenhelm ist schlechter, okay. Ja gut, das Gewand des Meisters ist kacke. Ist ja klar. Das ist auch schlechter, ist auch klar. Ah, sieh meine an. Die Rittergamaschen von Lothric sind besser. Wiegen aber auch ein Müh mehr. Und da haben wir schon das, was Markus zu mir sagte. Wobei, Verteidigung gegen Schlag ist ein bisschen schlechter. Gegen Hieb ist deutlich besser. Gegen Stoß auch ein bisschen besser. Gegen Magie und Feuer sind wir besser dran. Genau wie Blitz und Dunkel, Magie. Blutung, Kälte und Fluch sind auch nicht mehr ganz so schlimm. Unsere Balance. Ist sie besser oder schlechter dadurch? Müsste eigentlich schlechter sein, weil sie ja schwere Rüstung ist. Also, wenn die Balance oben ist, ist es anscheinend weniger gut. Und das ist halt den ganzen anderen Krams, den wir auch so haben. Ich würde spontan anlegen. What? Hä? Muss mal ablegen. What? Nein. Ich will es anziehen. Dann geht es bestimmt hier rüber, ne? Ah, danke. So. Damit haben wir jetzt eine andere Beinschienen. Sieht ein bisschen schöner aus als die anderen. Immer noch die gute Rolle machen. Wobei die Belastung jetzt natürlich ein bisschen höher gegangen ist, aber halt nur ein bisschen. Okay. Hm, das ist interessant. Wir können theoretisch nach Lothric zurückgehen, um uns die anderen Rüstungsteile zu holen, wenn sie ein bisschen besser sind. Wie gesagt, wir können hier zurückgehen, ne? Das sollen wir machen. Wir können es aber auch sein lassen. Was sind das für Zeichen hier neben? Na egal, wir gehen zur Untotensiedlung und machen erstmal ganz normal weiter. Ich werde nebenbei auch im Stück jetzt, denke ich, mal ein bisschen mehr aufnehmen nach und nach, weil einerseits macht mir das Spiel sehr viel Spaß und möchte ich gerne weitermachen. Andererseits ist es wichtig, dass ich halt in Übung bleibe im Spiel, weil es wird ja nicht gerade einfacher.
Und das ist immer kacke, wenn ich eine Woche dann eine Pause mache. Und dann, naja, ein bisschen mehr ohne Übung reingehe. Muss nicht zwingend sein. Spontan, jetzt müssen wir gucken, wie die Steuerung nochmal war. Okay. Schon wieder rausbekommen. Mir wurde nebenbei auch was empfohlen von euch. Und zwar hat einer gesagt, verlasse ich mich zu sehr auf meine Schilddeckung. Ich sollte mich mehr ums Ausweichen kümmern. Ja, wird zur Kenntnis genommen. Ich denke mal spontan, wenn ich selber merke, dass es in Ordnung ist oder eben nicht in Ordnung ist, dann werde ich mich ändern. Aber bei den Gegnern, denke ich mal, ist mit dem Schildabwehr noch ganz in Ordnung. Und wenn dann Bosse kommen, die ein bisschen, naja... Wenn die Bosse kommen, wo die Schildabwehr nicht mehr ganz so gut ist, weil sie einfach zu heftig sind, dann können wir uns immer noch ändern. Na, wer weiß, wie drauf ist. Mal vorsichtig. Welch Wunder, hat angegriffen. Okay. So, dann sind wir wieder hier. Und jetzt haben wir ganz grob zwei Wege, die wir gehen können. Und ich würde mich für erstens den entscheiden, den wir zuerst gegangen sind, den wir als letztes gegangen sind. Nämlich hier drüben. Oh. Das war auf einmal dann doch ein bisschen zu viel. Gehen wir da durch? Ja, wir gehen da durch. Hallo? Kommst du runter oder schmeißt du Sachen? Wie war es nochmal? Ah, du kommst runter. Komm her. Komm ich halt. Ah, sieh mal an. Nicht, dass der noch einmal meint, ich komme mal in deine Richtung, ne? Sehr schön. So, hier sind keine Gegner außer er hier und sein Buddy. Oh, ich kann sogar noch ihn triggern, das ist cool. Die können nämlich richtig Arschloch sein, das haben wir letztes Mal schon rausgefunden. Vor allem, wenn ich treffe. Blöde Wand. Slavenkapuze. Yay, wir wollten nicht seine Kopfbedeckung haben. Ich nicht. So, und hier müssen wir aufpassen, weil hier die komischen Käfige-Gegner sind. Der geht automatisch jetzt zum nächsten Gegner, oder? So. Ah. War ein bisschen schlecht von mir. Ich wollte da nicht unbedingt zur Seite springen, weil ich halt nicht genau wusste, wo hier die ganzen Käfige sind. Ich ein bisschen machen können. Egal, ich nehme mir eine gratis Essenssuppe. Wenn sie schon mal hier ist. Dann nehme ich sie mir halt mit. Und dann gehen wir hier weiter. Denn ungefähr hier haben wir beim letzten Mal auch Schluss gemacht. Genau. Hier haben wir Schluss gemacht. Die beiden Gegner da vorne habe ich nicht bekämpft. Ja, genau, kommen schon eins und her. Und dann machen wir da mal weiter. Vielleicht komme ich da... Was ist das da oben? Was ist das? Was war das? Wow. Pestens. What the fuck? Ach, das kommt vom Dicken. Boah, ist irgendein Zauberspruch, den er mir auf mich drauf... Uah. Ist mir ekelhaft. Irgendein Zauberspruch, den er auf mich drauf gibt. Huch. Bleiben wir da mal besser in Deckung, würde ich sagen. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Sieht auf jeden Fall nicht gesund aus. Hallo? Werden wir nicht mit der komischen Scheiße gegen dich kämpfen?
Komisches Stickerchen. Kann halt nicht gesund sein, was es ist. Wow. So close, eine Peitsche. Was geht da bei euch ab? Du bist ja ganz krank. Er macht ganz lustige Geräusche. Ja, ich denke, wenn ich von denen getroffen werde, habe ich Probleme. Aber so sei keine Bedrohung. Gut, Dickerchen, du zauberst. Ich habe aber keinen Bock drauf, dass du zauberst. Ach, der lacht so, deswegen, okay. Ah, sieh mal an. Titanitscherbe, ausgezeichnet. Ich weiß zwar nicht genau, wie viele wir jetzt gerade haben. Ich kann nicht mal kurz nachgucken. Der macht mir gerade keinen Schaden. Sehe ich das hier? Glaube... Doch, 4 haben wir. Wir können unser Ushigatana upgraden. Hallöchen. Au, 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 au. Umarmen von ihm ist nicht gut. Du bist ja ein Ekelhafter. Ich habe meine Deckung eigentlich hochgehalten. Mist. Nein, du zauberst hier nicht mehr. Gott, was ein Arsch, ey. Stachelstreitkolben. Haben wir seine Waffe bekommen und... Gott, ey, ist das ein ekelhafter Typ. Na gut, immerhin ist er weg. Auch wenn er ein extrem ekelhafter Geselle ist. Vor allem seine scheiß Flammenumarmung, was er auch mal gemacht hat, war extrem ekelhaft. Aber immerhin nervt er nicht mehr. Zwar ist es noch, also ein bisschen Fortschritt können wir sogar noch ranholen. Das Areal sieht interessant aus. Da ist ein Glibber-Ding. Und da ist ein Item, was ich mir holen könnte. Will aber eigentlich noch nicht hier weggehen. Ich weiß noch nicht genau, was hier alles ist. Was für eine Nachricht? Erz voraus. Okay. Nehme ich gerne an mich. Wahrscheinlich das hier, ne? Ja, Titanitscherben. Waren es gerade 2? Waren das gerade 2 Titanitscherben? Habe ich ja richtig gesehen. Ne, 1. Okay. Und die sind gegen den Dicken wohl ein bisschen gestorben. Aber wir haben ihn klein bekommen, auch wenn wir ein bisschen viel Schaden bekommen haben, leider. Hier gucken. Hier sind keine Gegner spontan. Sind echt keine Gegner. Und dahinter ist auch nichts weiter versteckt. Okay, dadurch werden wir auf das Areal kommen. Also gehen wir erst nach oben, holen uns das Item mit. Und das ist hier auf jeden Fall ein anderer Weg als da oben. Okay, checken wir auch mal ab. Ja. Na klar, weil wir dann auf der Seite wären, ne? Das war fast richtig. Kann ich irgendwie wieder hochkommen? Ich kann zumindest hier drauf. Ah, bin ja nur hier unten. Oh, ein Bonfire. Sehr schön.
Sehr schön. Setzen wir uns direkt hin, würde ich sagen. Okay, das ist cool. Was haben wir denn hier? Schlüssel voraus. Man muss aber zur anderen Seite gehen, was sehr einladend da drin aussieht übrigens. Also müssen wir demnächst nochmal zurückgehen und durch das andere Areal rennen. Leider habe ich das Item oben verkackt. Ich dachte, ich könnte mit einer Rolle da hinkommen, aber ich muss tatsächlich springen. Okay. Schaut's merkwürdig aus. Was ist denn hier? Oh, nö. Den Typ mochte ich aber auch nicht so sehr. Mag dich nicht. Wobei, vielleicht kann ich ihn umgehen. Oder habe ich ihn schon getriggert? Nein, habe ich nicht. Aber ich scheint trotzdem einfach in meine Richtung zu kommen. Okay. Ich meine, ich kann ihn ausschalten. Ist ja nicht das Problem. Okay, zu spät. Mist. Na komm, raste aus. Ah, sein Rundumschlag ist ein bisschen heftig, aber wir haben ihn ganz gut erwischt. Und hier kommen wir wieder nach oben, aber leider ist die Echse mir abgehauen. Ich hätte ein bisschen schneller reagieren müssen. Aber noch die Chance, das Item noch. Wobei, halt mal ganz kurz. Der Missionar ist da oben wieder da, ne? Ja, stimmt. Der ist wieder da oben. Wobei. Warte mal kurz. Komme ich daran vorbei? Können wir das Item schnappen? Er ist mit dem Rücken zu mir. Das heißt, vielleicht kann ich ganz, ganz fies. Hi. Du wirst einfach zu besiegen, das weiß ich. Ich trigger dich mal. Komm mal her. Komm mal hier rein ins Dunkel. Das ging einfacher als gedacht. So, der Missionar sieht mich ja nicht. Ganz bequem einfach an ihm vorbeigehen. Wie könnte ich mal von der Klippe aus springen? So oft nicht benutzt, ich hab's zu mir vergessen. Arg! Kann ich irgendwie. System? Sprinten, Schritt zurück, Rolle. Springen! Die L-Taste drücken. Links-Taste drücken. Links ist ja das... Ah, okay, ich verstehe. Ich habe verstanden. Das sollte machbar sein. Ist nur ein bisschen merkwürdig zu aktivieren bei meinem Controller. Weil mit der linken, mit dem linken Stick gehe ich auch. Und da muss ich den linken Stick jetzt auch noch reindrücken, während ich gehe. Das war dumm. Das hat natürlich nicht funktioniert. Das Problem ist, der linke Stick drücken, wenn ich ihn nicht bewege, ist einfach. Aber ihn zu bewegen, während ich schon gehe, ist schwer. Dann nimmt er manchmal die das nicht an. Achso, ich habe mir schon dadurch wieder Dings. Okay. Dann stiefel ich an ihm vorbei, weil das hat er anscheinend nicht gehört. So. Jetzt habe ich eigentlich viel Schaden genommen. Probieren es nochmal, würde ich sagen. Nö. Schick's gerade nicht hin. Gehen wir einfach mal weiter. Hab keinen Bock, so viel Essen das Ding auszuschmeißen. Irgendwann ruhig's mir mal. Hier sieht's nicht gerade einladend aus. Was zum Teufel? Oh, schießt der Riese hier hin mit seinen Mega-Pfeilen? Oh, please not.
Natürlich. Ja, natürlich schießt er hier hin. Oh Gott, schießt er auf mich? Ja gut, er wird wahrscheinlich nicht so genau wissen können, wer ich, ob ich jetzt ein guter oder ein nicht guter bin, ne? Wo ist denn der eigentlich? Da oben müsste irgendwo sein, ne? Zumindest liegen hier ordentlich Items rum. Wow. Erschießen, das Ding an der Zielverfolgung oder sowas in der Art. Okay. Wenn ich es rauschen höre, kann ich noch ausweichen. Okay, darf doch weiter die an. Immerhin killt ihr mir die Gegner und ich bekomme trotzdem die Seelen. Hi. Oh, ich dachte, er killt dich jetzt. Bringst du ihn um? Danke. Locker bleiben, ja? Was habe ich ja gerade eigentlich bekommen für eine Sache? Irgendein Zweig. Hier, junger weißer Zweig. Verwandeln, um in die Umgebung einzufügen. Gut. Scheint mir spontan ein Quest-Item für dieses Gebiet hier zu sein. Okay. Versuchen wir mal hier durchzukommen. Trifft mich trotzdem. Jetzt sind wieder gestorben. Ich weiß nicht genau, wie man das genau machen, timen soll. Boah, ist so unfair. Steh schon auf. Ich muss hier raus. Rennen bringt auch nicht viel. Erstmal hier raus aus der Todeszone. Dann rein in die Hütte, da bin ich sicher. Hi! Was geht? Sucht ihr auch Schutz? Puh! Das war ja fies gemacht, diese Szenerie hier. Wundert mich noch nicht, dass der Typ da gestorben ist. Hier kann man easy sterben. Das Springen kann ich ja mal ausprobieren. Aber auch nicht so richtig, weil ich trotzdem... Das ist behindert mit dem Springen. Kann ich sie auf eine andere Taste packen? Das ist mir zu blöd. Tastenbelegung. Springen will ich nicht hier rauf, springen will ich auf was anderes haben. Wenn ich damit laufe, hätte ich es gerne hier rauf. Hier. Wobei, das ist ja die Kamerazielerfassung. Genau, es ist Angriff rechter Hand und so weiter. Das ist ja alles klar. Was ist rechts drücken? Kamera zurücksetzen, Zielerfassung. Das kann ich ja mal kurz switchen, oder? Ja. Ja, lassen wir mal so speichern. Weil das ist jetzt einfacher für mich. Er macht's aber nicht. Hat es nicht gespeichert, weil ich damit doppelte Belegung habe? Ja, genau deswegen. Toll. Oder ich drücke eine ganz andere Taste. Das kann man auch. Einfach, nee, lassen wir es einfach mal. Bevor ich hier komplett jetzt sterbe, lassen wir es einfach dabei. Das ist ja sehr einladend, vor allem bei wenigen HPs.
Vorschlag. Heimatknochen. Feuerbandschrein. Der Pall ist nämlich gleich vorbei, Leute. Und ich möchte einmal meinen Ushikatana ausbauen. Meine ganzen Seelen immer hier einsetzen, die ich habe. Und dann mal ein bisschen Level-Up machen. Und dann gehen wir mal den anderen Weg, der uns noch fehlt. Weil da bin ich jetzt bei den Typen. Da habe ich ja, ein Bonfire schon gefunden. Da können wir jetzt weitermachen. Ohne große Probleme eigentlich auch. Genau, ich sehe gerade, die Bossseele könnten wir auch absorbieren für Seelen. Die gute hier. Aber wir können die auch irgendwo abgeben, um uns dadurch halt eine Waffe zu machen. Was wir machen werden. Aber ich weiß halt nicht mehr genau, mit wem wir das machen müssen. Gehen wir erstmal zum André. Einmal zum Schmieden. Ushikatana 2 hätte ich jetzt sehr gerne. Hallo. Waffe verstärken. Ushikatana 2. Sehr schön. Dann machen wir jetzt noch mehr Schaden. Und an sich könnten wir jetzt was die Belastbarkeitsskill immer wollen, oder? Konditionen passen wir, wie gesagt, hier erstmal. Bisschen auf Belastbarkeit. Erhöht auch meine Resistenz, davon abgesehen, ne? Ja, warum nicht? Haben wir da auch ein bisschen was gemacht. Okay, dann würde ich sagen, wir machen hier Schluss. Im nächsten Part gucken wir uns die andere Seite der Untoten-Siedlung mal an. Und sehen uns dann da wieder. Bis dann. Tschüss.